Hey meine lieben Freunde und Killerchens, was geht? Willkommen zurück zu Super Mario Maker Online. Heute werde ich mich wahrscheinlich selber aus dem Fenster werfen, wenn das gehen würde, denn ja, Kinders, was soll man dazu noch sagen? 100 Mario Herausforderungen, schwer. Oder kann ich mich vielleicht irgendwie retten, indem ich sage, heute muss ich es nicht machen, sondern heute kann ich die Event-Level spielen? Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht. Barbara im Tomatenland. Die Level habe ich nie gespielt. Leute, wisst ihr was? Wir zögern das mit der 100 Mario-Herausforderung schwer mal ein bisschen hinaus, denn ihr müsst euch vorstellen, ich möchte ja nicht nur als Wikipedia-Tendo-LP alle Schilder in Super Mario 64 vorgelesen haben oder alle Maps in Splatoon getestet haben oder alle Waffen in Splatoon getestet haben, sondern ich möchte auch noch wirklich den schweren Modus abgeschlossen und geschafft haben, damit ich den sehr schwierigen Modus spielen kann, um euch den zu zeigen. Aber da ich auf so eine, ich sag mal, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße, keinen Bock habe, machen wir heute erstmal die Event-Level. Ihr wisst Bescheid. Ja, es geht los mit Barbara im Tomatenland, denn da, meine lieben Freunde und Kaninchens, haben wir noch keine Fahne erobert. Hallo, meine Lieben, hier ist Barbara, the Bat. Was denn? Erinnert ihr euch etwa nicht an mich? Ich bin der Star von Jam with the Band. In Japan bin ich jedenfalls berühmt. Ihr solltet dankbar für diese Gelegenheit sein, mir zu huldigen. Ja. Das kann man an einem Thumbnail erahnen und dich werde ich aufs Thumbnail klatschen, weil es gibt Tittenbonus. Du alte Drecksau. Aha. Barbara im Barbara-Tomatenland, ja? Das sehe ich aber anders. Das sehe ich aber sehr anders. Wobei, vielleicht auch nicht. Ich wusste es. Mein Blind Jump, das kann ich mir beim besten Leibe nicht vorstellen. Oh. Ja. Aber wo ist denn Barbara, bitte? Die ist bisher nie aufgetaucht. Kann das sein? Ich wette, sie tut nur, als wäre sie hier aktiv. Okay, jetzt muss es schnell gehen, weil sonst werden wir hier erdrückt. Und das wollen wir ja nicht, oder? Nein, nein. Nein, nein! Okay. Okay, das Level ist mal wieder sehr strange, können wir sehen. Und Barbara im Tomatenland ist gar nicht im Tomatenland, sondern sie gibt nur vor, im Tomatenland zu sein. Stattdessen macht sie... Au! Das tut weh! Stattdessen macht sie auf erstes Level aus Super Mario Bros. Und random irgendein Level, das mir ziemlich gut gefällt. Oder auch nicht. Ah, das kann das Tomatenland sein. Richtig. Ja, die Kanonen, die Bomben. Die Bomben werden wohl die Tomaten widerspiegeln. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum hier im in diesem Block noch ein schwebender P-Switch ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das war extrem knapp. Wow. Okay, jetzt aber schnell. Zeit gespart. Ja, ja! Ah, das war irgendwie eine Befreiung. Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wo ist Barbara überhaupt? Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Ich hasse sowas, ne? Das ist sowas von klar gewesen, dass das passieren muss. So, jetzt aber aufpassen, ne? Ich meine, wir haben zwar nicht Barbara gesehen, aber die Tomaten und... Naja. Oh. Oh nein, ich muss die Tomaten mitnehmen. Ach du Scheiße. Ja, das kann ja heiter werden. Nein, das ist nicht Barbara. Das muss Barbara sein, ja. Sehr gut. Barbara, ich glaube, wir beide werden noch sehr gute Freunde. Du alte Drecksau. Und ja, es regnet Münzen. Hurra. Für unsere Barbara. Warte mal. Ich will mal hören, wie sie sich mit uns verständigen möchte. Gozaimasu. Die klingt ja ziemlich lustlos, oder? Oh mein Gott. Den Weg, soll ich den mal gehen? Komm. Ich hatte nur die eine Chance, entweder jetzt oder nie. Komm schon. Wo ist der... Ich wollte gerade sagen, wo ist der Stern hin? Willst du mich irgendwie vollkommen verarschen? Was hat unsere gute Barbara schon wieder getan? Okay, renn durch, renn durch, renn durch, renn durch, renn durch. Und jetzt? Was hat das gebracht? Wir kommen doch trotzdem nicht da.
Wobei, warte. Ah. Das war gerade mal die Mittelfahne. Wie bitte? Naja, wenigstens stöhnt uns Barbara den Weg zum Ziel. Das ist doch hier jetzt mal die Hauptsache, ja. Ja, es ist wirklich eine Mischung aus Welt 1.1 und Barbaras Eigeninterpretation von Level. Du alte Drecksau, wie kannst du es denn nur wagen, Mann? Oh mein Gott, ist das gerade hier ein Müll, ne? Ja, schön! Gozaimasu, Barbara-san. Ja. War wirklich cool. So ein Mischmasch von Welt 1.1 aus Super Mario Bros. Und, wie gesagt, Barbaras Eigeninterpretation. Ich würde einen Stern geben, aber leider geht das ja nicht. Dafür habe ich Barbara the Bad. Ja. Und ich als Wikipedia Tendo LP habe natürlich seit Stempel 103 jeden Stempel gesammelt. Natürlich. Trotz allem muss ich sagen, Barbara sieht doch ziemlich hässlich aus. Aber okay. Statuen Marios Geheimnisse. Statuen Mario aus Super Mario Bros. 3 gibt endlich sein Debüt in Super Mario Maker. Doch es gibt in diesem Spiel keinen Tanuki-Anzug und er kann sich nicht selbst bewegen. Wir werden ihn wohl tragen müssen, aber er ist schwerer, als er aussieht. Kannst du ihn bis zum Ziel tragen? Und zwar ganz... Wir werden es sehen. Statuen Marios Geheimnisse. Das heißt, echt, der Anzug hat eine Wirkung auf Mario? Das wäre doch knackig. Deswegen gucken wir auch mal gleich, ne? Ihr wisst Bescheid. Also es ist... You think I'm gone? I'm there! Juhu! Und wir verlieren ihn auch gleich wieder. Okay, das ist natürlich normal. Gut. Ich würde sagen, ich werde euch alle umbringen. Oder auch nicht. Bye. Ja. Oh mein Gott. Ne, der Tanuki-Anzug ist eigentlich nichts anderes als so eine, ja, Statue, die Mario trägt, aber sie hat keinen physischen Einfluss auf Mario. Mario bleibt... Genau, okay. Ich glaube, ich sollte den P-Switch aktivieren. Ja. Seht ihr, er trägt ihn einfach nur. Mehr ist das nicht. Wie cool ist das denn? Die alte Drecksau. Oh. Das war so klar. Ich hätte springen müssen. Fuck, Mann. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir werden immer langsamer. Junge, ich konnte nichts dafür. Das war komplett scheiße. Ich konnte nichts dagegen machen. Ne? Verdammt. Trotzdem muss ich sagen, dass mir Tanuki Mario schon sehr gut gefällt, ja. Er hat zwar, wie gesagt, nicht den Sinn und Zweck, den er in Super Mario Bros. 3 oder Super Mario 3D Land hat, denn er kam auch davor. Wikipedia Tendo LP Krawatte richten. Ja. Aber... Es sieht trotzdem allemal gut aus. Besonders authentisch ist doch die Tatsache, dass Mario diesen Tanuki-Anzug wirklich trägt. So, und jetzt sag mir mal, wie ich das schaffen soll. Es wird, wie gesagt, immer langsamer und immer langsamer. Und oh mein Gott. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, so, wie komme ich denn dann da weiter? So geht's weiter. Mario ist ein richtiger Kamera-geiler Spasti, weil er will immer in die Kamera. It's my Auftritt. Look. Oh. Mario da. Luigi. Oh mein Gott. Was willst? Komm her. Ja? Okay, und weiter geht's, und weiter geht's, und weiter geht's. Oh. Es war, man kann sagen, es war arschknapp. Ja. Aber okay. Dann wollen wir mal sehen, was der P-Switch hier zu bedeuten hat. Ah, das hat es also zu bedeuten, ja. Nein! Oh, pff, okay. Alles gut.
Gerne. Ihr müsst wissen, der Tanuki-Anzug hat nämlich in Super Mario Bros. 3 und in Super Mario Land die Funktion, dass Mario sich quasi unsterblich machen kann. Ja. Weil er sich quasi in Stein verwandelt und die Gegner nicht nur besiegt, sondern auch vor den Gegnern stehen bleibt. Und wenn die Gegner gegen Tanuki-Stein Mario laufen, passiert nichts. Aber auch gar nichts. Die Gegner drehen um und gehen weiter. Die alten Drecksäcke. Gut. Ihr wisst Bescheid, ne? Dann ist ja sehr gut. Dann ist ja gut, dass wir das ein für alle Mal geklärt haben. So. Mashikos Mittagspause. Mashiko, die freundliche Assistentin aus der Anleitung von Super Mario Maker, tritt nun auch selbst im Spiel auf. Endlich Mittagspause, schnell was zu essen kaufen, raus aus dem Büro, fix über die Straße, fix aufs Klo, dann die Ranken hoch. Moment mal, Ranken? Moment mal, Toilette? Das wird vielleicht etwas komplizierter als gedacht. Wir werden sehen. Okay, jetzt gibt sich sogar die Assistentin die Ehre. Ich glaube, die Entwickler müssen echt ideenlos sein, um das zu bewerkstelligen. Aber okay. Gozaimasu! Das ist so cool. Ist das cool. Besonders sie guckt so richtig so. Oh. Ja, ich bin voll eingebildet. Oh. Ich laufe über die Welt. Ich bin die Assistentin. Oh. Habt ihr gerade eben gesehen? Der Stachy war über meinem Kopf. Er hätte mich treffen müssen, aber das hat er nicht. Ich bin schwerelos. Ja. Das ist ein richtiger Senpai, Alter. Den kann man sich als Senpai wählen. Also, notice me, Senpai! Ja? Oder willst du nicht mein Waifu werden? Assistentin Mashiko? Du nicht werden wollen mein Waifu? Dann nicht. Dann hast du Pech gehabt. Okay, jetzt aber ganz schnell. Jetzt weniger Scheiß labern, jetzt schneller gucken, dass wir darüber kommen. Und wir kommen darüber, Mensch. Warum auch immer sie die Idee hatte, Ranken zu errichten und sonst was, aber ist ja gar kein Problem. Okay. Lasst uns dieses Item gönnen, um die Gegner zu töten. Ja. Magazinkopf ein, Mashiko! Senpai! Du kennst doch das Spiel. Ich meine, wenn du uns Tipps gibst, dann bist du ja wohl besser als ein Wikipedia-Tendo-LP. Ja, so ist es. Mashiko weiß Bescheid. Deswegen geht sie auch erstmal flöten. Okay, verdammt, verdammt. Sterbt! Oh, verdammt, ey. Ich werde so sterben, ne? Ja, das war so klar. Verdammt, aber egal. Es gab ja immerhin die Mittelfahne. Mashiko! Sie ist doch so, ne? Genau. Mashiko. Gozaimasu, Mashiko. Du werden jetzt mein Waifu. Also kommen her. Fräulein. Ansonsten, es wird klatschen, aber keinen Beifall. Mashiko gozaimasu. Mashiko Tsuyatinas! Ich würde ja gerne Mashiko reden lassen, aber das geht in der Klauenkutsche nicht. Scheiße. Ey, das ist echt so. Wie willst du da durchkommen? Das geht gar nicht. Hä, wo sind denn die Hammerbrüder? Okay, wo auch immer sie sind jetzt weg. Sie haben keinen Bock mehr. Kann ich denn nicht mal den Kettenhund zerstören? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann Blöcke zerstören. Das ist cool. Das ist echt cool. Nee, ich kann Kettenhund echt nicht zerstören. Das ist so nervig, Mann. Wow. Aber jetzt weiß ich, dass ich Blöcke zerstören kann. Das ist auch eine knackige Angelegenheit. Okay. Okay. Was hätte ich da machen sollen? Okay, Mashiko, ein für alle Mal. Du musst es ihnen zeigen. Archilas! Gozaimasu. Ich werde jetzt nonstop drauf losballern. Das ist mir so egal. Ich mach sogar den hier. Ich lade nicht mal auf. Ich mach den hier. Wobei? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Andere Seite! Ah, ich wusste es. Wooster HD. Sehr gut, sehr gut. Okay, und weiter. Und jetzt sind sie auf einmal da. Das macht keinen Sinn. Und Mashiko denkt sich nur so,
Was willst? Ich bin unangreifbar! Was willst? Der Blick von dir, Alter, der ist so unbezahlbar, Mann. Was willst? Was willst? Okay, das sieht gut aus, Mann. Wir haben Mashiko sogar behalten. Also es sieht alles danach aus, als könnten wir es schaffen. Wir müssen quasi nur jetzt die Augen aufhalten. Und dann kann alles wahr werden. Los, Mashiko, runter! So, sehr schön. Oh mein Gott, Alter. Das kann nur eine Ware, Mashiko. Guten Tag. Bye. Oh mein Gott. Hat Spaß gemacht. Wirklich. War auch recht knackig gesetzt mit dem Mittelfahrenkomplex. Das war wirklich sehr gut. Hat mir gefallen. Wow. Mashiko aus Super Mario Maker ist jetzt ein Item für uns geworden. 5 Fragezeichen Pilz. Gut, und das letzte der neuen Event-Level. Twilight Princess HD. Während Link und Midna in The Legend of Zelda Twilight Princess HD, gar keine Schleichwerbung oder sowas, durch die Schattenirren geraten ihre Seelen plötzlich in die Welt von Super Mario Maker. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, müssen sie eine neue Bedrohung versiegeln. Bowser Jr. hat sich in 3 Teile aufgespalten. Die alte Drecksau. Ich meine, es muss ja kommen, dass man die auch noch in Super Mario Maker prügelt, weil man nutzt Mario Maker natürlich. Und dann ist es so ein alter Link-Skin, weißt du? Dann nicht mal so ein Wolf-Link-Skin. Schade, ich dachte, ich kann echt die Wolf-Link-Amiibo da draufstellen. Auf die NFC-Stelle, aber es geht nicht, ja. Okay. Wie komme ich hier weiter? Es muss hier irgendwo ein Item geben. Ach nee, Idiot. Oder wie Mashiko sagen würde, Baka, desone, Baka. Ja. So. Ja, wie gesagt, man muss ja gucken, dass man wusste HD. Ja, Midna! Ja, Link und Midna, ja, 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 ja. Oh, Link, jetzt wird nicht übermütig hier. Scheiß, ich bin ein scheiß Wolf. Ich kann alles ficken, wenn ich will. Was ist denn da oben? Ein Ob! Hi. Bye. Na, aber man muss einfach ganz klar sagen, meine lieben Freunde und Kenians, es ist natürlich klar, dass man hier die Werbetrommel rühren möchte, indem man einfach mal so ein Level baut, in dem Link und so weiter vorkommen. Oh mein Gott, war das knapp. Na, man muss das einfach tun. Ach, und wir sind hier. Ach, guck an. Ist hier denn irgendwas? Booster HD! Oh mein Gott, ich wäre da sogar fast durchgekommen, Mann. Nein! Ja, und jetzt? Ah, okay. Kupas, gozaimasu. Booster, Booster HD, Booster, Booster. Oh mein Gott! Hör auf! Okay, und durch, und durch, und durch, und durch! Ja! Ja! Normal Link oder auch Wolf Link, Amiibo, gozaimasu. Mit Midna, gozaimasu. Spaß macht das Level aber trotzdem, das muss man ganz klar dazu sagen. Ne? Spaß macht's ja trotzdem. Hör auf! Wie viel hält er aus? 3 Schläge? Und Feuerball. Aktion. Ja, 3 Schläge. Na dann lass mich mal hier hochgehen, ja. Und die nächste Mittelfahne. Das ist aber auch echt ein langes Level, du. Ja. Ja, wir müssen aber auch keine Schattensplitter sammeln, ne? Oder Schattenkristalle. So war das.
Ja. Was soll ich denn machen? Ich muss springen! Und wir hätten es geschafft. So gut wie... Natürlich springe ich da genau rein. Ist das mein Ernst? Es ist so klar. Ja. Ne, gefällt mir aber trotzdem, wie gesagt, alles in allem sehr, sehr gut. Macht Spaß. Besonders mit Midna und Wolflinke. Macht sehr gut Spaß. Und besonders jetzt mit Wolfling und mit deinem Schuh, ja. Die alten Drecksäcke, ja. Bye. Hi. Okay, natürlich. Ja, komm her. Hi. Bye. Okay, wir hätten... Unser Junior abgelenkt! Renn durch! Renn durch! Mensch, Wolfling! Nicht so unbändig hier! Und wir hätten es geschafft, ja. Ja, ohne Schattenkristall geht's zurück nach Hyrule oder Hydro, wie ich früher immer zu sagen pflegte, ja. Gut, ja, hätten wir geschafft. Ich weiß zwar nicht, wo die anderen sind, aber okay. Und warum ist da oben der Name japanisch? Ich glaube, die haben vercheckt, das zu übersetzen, kann das sein? Idioten. Oh ja, sie haben es vergessen. Aber okay, ja, das wäre das Twilight Princess HD Level. Wir haben es gesehen, recht cool. Hat mir gefallen. Generell haben mir die letzten 4 Level sehr, sehr gut gefallen. Lass uns mal auf die Statistik gucken, wie es ausschaut. Oh, du kannst jetzt die Stellen, wo andere in deinen Leveln gescheitert sind, ansehen. Ah, berühre dazu einfach X. Cool. So eine Verbesserungs... ist so ein Verbesserungshinweis. Und oh mein Gott, 500 Sterne, Alter. Wie cool. Danke. Ja. Vieles Dank, Leute. Vieles Dank. Im nächsten Part werden wir versuchen, die 100 Mario-Herausforderungen schwer zu schaffen. 16 schwere Level. Ich krieg's nicht. Ich werde es nicht schaffen. Aber Leute, das steht in anderen Sternen. Man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.